wie die erste Einrichtung des Cloud Gateway Ultras von Unify funktioniert und was man bei der ersten Konfiguration alles beachten muss, genau das schauen wir uns an in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Jan und heute geht es um das Unify Cloud Gateway Ultra. Das ist ja ein Unify Gateway, was ich gerne auch nochmal testen wollte und natürlich jetzt auch mal die Zeit gefunden habe. Ich habe ja in der Vergangenheit schon Unify Express, Unify Dream Machine Pro etc. etc. mir schon mal im Detail angeschaut, das mit euch zusammen konfiguriert und das werden wir in diesem Video auch machen. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade davor steht und sagt, wie muss ich das denn konfigurieren, was muss ich machen, dann ist genau das Video richtig für euch und für alle anderen, die auch sagen, ja, ich überlege, ob ich das Cloud Gateway Ultra kaufen soll, bin mir aber noch nicht sicher, weiß noch nicht so ganz, was da jetzt das Richtige für mich ist. Für die ist das Video hier auch nämlich super, weil ich zeige nochmal den Unterschied zur Dream Machine und nochmal zum Unify Express und was das Cloud Gateway Ultra im Vergleich zur Dream Machine Pro nicht hat. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein spannender Fact, den ihr auf jeden Fall wissen solltet. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein und schauen uns erstmal so ein bisschen an, was es überhaupt für Features gibt und welche Möglichkeiten ich beim Cloud Gateway Ultra habe. Bevor wir mit den Details zum Cloud Gateway Ultra starten, hier mal eine Übersicht, welche Unify-Geräte es aus der Ultra-Serie noch so gibt. Grundsätzlich steht die Ultra-Serie für robuste Hardware in einem mittleren Leistungsumfang für einen guten Preis. Unify geht damit den Weg in Richtung Heimanwender. Ich werde später auch noch einen Vergleich anstellen zwischen David vs. Goliath oder dem Cloud Gateway Ultra und der Dream Machine Pro. Wenn euch die anderen Geräte aus der Unify Ultra Serie ebenfalls interessieren, schaut euch auch gerne meine weiteren Videos an, die habe ich euch oben rechts im Eck entsprechend verlinkt. Aber starten wir jetzt mal rein in die Details des Unify Cloud Gateway Ultra. Schauen wir uns zunächst einmal ein paar Key Features des Cloud Gateway Ultras an. Zum einen hat er einen 2,5 Gigabit Internet Port, mit dem man also für zukünftige Glasfaserleitungen gewappnet ist. Wenn IDS oder IDR eingeschaltet ist, dann schafft er nur 1 Gigabit, aber ich denke mal, das sollte für den Anfang auf jeden Fall reichen. Jetzt fragt ihr euch sicher, wofür steht denn jetzt eigentlich IDS? IDS steht übrigens für Intrusion Detection System, also System zum Erkennen von Eindringen und ist eine speziell entwickelte Software zum Schutz eines Netzwerks oder Systems vor bösartigem Datenverkehr. Gefährlich aussehende Aktivitäten werden dann oft dem Administrator gemeldet. Wenn ihr noch mehr Power oder Ausfallsicherheit benötigt, könnt ihr Port 4 des Cloud Gateways Ultras ebenfalls für eine dedizierte Internetleitung nutzen. Wahlweise dann als Failover, also wenn die Hauptinterleitung ausfällt, oder als Load Balancing, das heißt, dass der Internet-Traffic dann aufgeteilt wird. Zusätzlich hat der Gateway Ultra noch 4 Netzwerkports, die ihr für eure Endgeräte nutzen könnt. Ähnlich wie der Unify Express bietet der Cloud Gateway Ultra einen guten Einstieg in die Unify-Welt. Das Gute ist, Unify hat erst angefangen, große Netzwerkgeräte zu bauen, sodass man jederzeit auf noch größere Gateways upgraden kann. Einen Punkt möchte ich hier an dieser Stelle noch erwähnen, weil er oft gefragt wird, wie viel Strom verbraucht denn das Ganze? Die Stromversorgung beim Cloud Gateway Ultra erfolgt über ein mitgeliefertes USB-C-Kabel bzw. natürlich ein Netzteil, was am Ende ein USB-C-Kabel hat und der Stromverbrauch liegt hier bei 6,2 Watt. Kommen wir jetzt mal zu was ganz Praktischen. Wie schließe ich denn jetzt eigentlich den Unify Cloud Gateway Ultra an? Das ist eine Frage, die bekomme ich sehr oft gestellt, deswegen erkläre ich sie hier auch gerne nochmal an dieser Stelle. Wir haben ja zum einen erstmal den Unify Cloud Gateway Ultra als, ich sag mal, Netzwerkgerät oder als Gateway und wir brauchen natürlich eine Internetverbindung. In diesem Fall habe ich jetzt hier zum Beispiel mal den Vigor 167. Das ist ein klassisches DSL-Modem oder VDSL-Modem und das kann ich natürlich hier entsprechend nutzen. Wichtig da zu wissen, das Unify Cloud Gateway Ultra hat kein integriertes Modem. Das heißt, ihr braucht immer ein dediziertes Modem bei DSL oder wenn ihr natürlich jetzt zum Beispiel Glasfaser habt, braucht ihr natürlich entsprechend ein Glasfasermodem. Aber das ist überhaupt kein Problem. Das wird ja jetzt sowieso immer mehr kommen, dass es in diese Richtung geht und dass man natürlich dann eventuell noch ein günstiges DSL-Modem braucht. Aber wie gesagt, Link dazu auch in der Videobeschreibung. Ich habe auch nochmal ein anderes Video gemacht, wie man wirklich das Hands-on dann anschließt. Und es ist so, wir müssen jetzt einfach nur hier den Internetport belegen. Das heißt, wir verbinden das VDSL-Modem mit dem Cloud Gateway Ultra. Da seht ihr einfach so eine kleine Weltkugel an dem Gerät oder am Cloud Gateway. Da könnt ihr das dann quasi einfach einstecken und am Unify Cloud Gateway Ultra braucht ihr jetzt an sich nichts mehr einstellen. Das wird alles übernommen, also das passt alles an dieser Stelle. Zusätzlich kann ich natürlich auch bei meinem internen Netzwerk einfach noch einen Switch anschließen, wie jetzt hier zum Beispiel den Ultra Switch, den ich da anstöpseln kann, um natürlich noch mehr Ports zu bekommen, oder ich kann zum Beispiel dann auch das verteilen auf ein Patch-Panel, entsprechend auch in meine Wohnung, kann das dann natürlich ein bisschen verteilen. Also das funktioniert schon sehr gut.
gut und das ist auf jeden Fall eine gute Lösung. An diesen Switch kann ich natürlich dann jetzt Endgeräte anschließen, wie mein MacBook oder mein Laptop oder auch entsprechend mein Apple TV, je nachdem, was ich gerade haben will. Aber so ist halt der grundsätzliche Aufbau und eigentlich ganz einfach, wirklich Plug and Play und los geht's. Schauen wir uns einmal den Unterschied zwischen einer Dream Machine Pro und dem Cloud Gateway Ultra an. Dafür habe ich euch hier mal so eine kleine Tabelle vorbereitet, wo so ein paar Key Facts drinstehen. Wirft man den Blick auf die Prozessorleistung, ist die nah beieinander. Beim Unify Cloud Gateway Ultra sind es 1,5 GHz, bei A53 und bei Dream Machine Pro sind es 1,7 GHz mit einem A57. Also hier wirklich nah beieinander. Beim Arbeitsspeicher hatte Dream Machine auch nur 1 GB mehr, also 4 GB DDR4 RAM und bei dem Cloud Gateway Ultra sind es 3 GB DDR4 RAM. Beim Stromverbrauch trumpft natürlich ganz klar, wie wir es gerade schon sagten, das Cloud Gateway Ultra, ne, mit 6,2 Watt wirklich dann nur auf und die Dream Machine Pro liegt hier bei 33 Watt, was auch meiner Meinung nach immer noch vollkommen in Ordnung ist. Ans Cloud Gateway Ultra kann ich bis zu 30 Unify-Geräte anschließen, was deutlich mehr ist als beim Express und bis zu 300 Endgeräte verbinden. Bei der Dream Machine ist das nicht angegeben, aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, da geht definitiv mehr als bei dem Cloud Gateway Ultra. Auch das Touch-Display ist natürlich bei dem Dream Machine Pro etwas größer, aber schaut man sich die Werte an, muss ich sagen, macht das Cloud Gateway Ultra eine wirklich richtig gute Figur. Und einen weiteren Punkt, den ihr hier im Hinterkopf behalten müsst. Die Unify Dream Machine Pro kostet das Dreifache von einem Cloud Gateway Ultra. Das heißt, ihr bekommt hier wirklich für wenig Geld fast so viel Leistung wie bei einer Dream Machine. Aber es gibt noch einen entscheidenden Unterschied, was die Software anbelangt. Und das sind die Anzahl der Apps, die auf beiden Gateways laufen. Zum einen hat man ja das Betriebssystem Unify S und auf diesem laufen dann Anwendungen für Netzwerk, Videoüberwachung, Zutritts- oder Telefon etc. etc. Bei einer Dream Machine Pro kann man alle verfügbaren Anwendungen nutzen und die natürlich auch auf der Dream Machine Pro laufen lassen. Beim Cloud Gateway Ultra gibt es nur die Netzwerkanwendung. Das heißt, ich kann hier wirklich nur Netzwerkgeräte mit steuern etc. etc. Solltet ihr euch jetzt also überlegen, Netzwerk um Videoüberwachung zu erweitern, also wenn ihr sagt, okay, ich brauche zusätzlich auch nochmal irgendwann das Thema Videoüberwachung, dann würde ich euch auf jeden Fall eher zu Dream Machine Pro raten. Aber genug der Theorie und der Basics, schauen wir uns jetzt mal an, wie man das Cloud Gateway Ultra konfiguriert. Ihr seht vor mir jetzt auf dem Tisch den Cloud Gateway Ultra und daneben noch den Unify Express, den wollte ich euch auch einmal ganz kurz zeigen, beziehungsweise einen ganz kleinen Vergleich an dieser Stelle nochmal zeigen. Zum einen sieht man natürlich erstmal die Größe, ne? Das ist jetzt quasi Unify Cloud Gateway und das ist Unify Express, also deutlich kleiner an der Stelle. Aber wenn man sich die Rückseite anschaut, sieht man natürlich auch hier noch Unterschiede. Wir haben hier oben beim Unify Express einen LAN-Port und einen WAN-Port und natürlich hier auch den USB-C-Anschluss für Strom. Das sieht genauso aus wie beim Cloud Gateway Ultra, mit dem Unterschied, dass beim Cloud Gateway Ultra natürlich noch 4 LAN-Ports dabei sind und natürlich der Unify Express hat quasi WLAN noch integriert. Das heißt, den kann ich theoretisch auch als WLAN-Repeater nutzen bzw. damit auch ein WLAN aufbauen. Zuallererst muss ich das Cloud Gateway Ultra natürlich mit Strom versorgen. Das heißt, ich werde jetzt hier, habe hier quasi ein USB-C-Kabel, habe das schon angeschlossen an Strom und werde das jetzt einmal hier hinten entsprechend an den USB-C-Anschluss anschließen. Das stecken wir hier einmal rein und dann bootet der erstmal hoch. Und den zweiten Step, den wir eigentlich in diesem Zuge auch direkt schon machen können, ist quasi oben, wir sehen es ja hier, entsprechend das Netzwerkkabel anzuschließen. Das habe ich jetzt quasi da hinten schon mal in meinen Ultra-Switch gepackt und hier kommt dann das Netzwerkkabel raus, sodass wir das jetzt quasi hier simulieren werden und ich werde es jetzt so machen, dass ich den nicht in den LAN-Port hier hinten reinstecke, sondern natürlich in den WAN-Port, sodass der natürlich von da sein Internet bekommt und wir sehen auch gerade hier, er bootet gerade hoch und ich werde das jetzt hier einfach reinstecken. Ihr könnt natürlich dann, wenn ihr zu Hause DSL oder Glasfaser habt, das genau 1:1 so machen und den quasi hinten einfach einmal reinstecken und dann braucht das natürlich jetzt erstmal ein bisschen, bis der hochgefahren ist und bis der fertig ist oder bereit ist zur Konfiguration. Wenn die Initialisierungsphase des Cloud Gateway Ultras abgeschlossen ist, dann sieht das Ganze dann so aus. Das heißt, das Display sagt jetzt hier ready to adopt und download die Unify App. Also da müsst ihr einfach im Play Store oder beim Apple Store einfach die Unify App herunterladen und er sagt auch hier, ich könnte theoretisch das Ganze jetzt auch über eine Web Oberfläche machen. Das heißt, ich könnte mich da jetzt einfach über diese IP-Adresse, die er gerade anzeigt, entsprechend draufschalten. Ich würde euch aber grundsätzlich empfehlen, das Ganze einfach über die Unify App zu machen und wie das jetzt aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ihr erstmalig die Unify App aufmacht, ist es ganz
ganz wichtig, euch natürlich erstmal einen Unify-Account anzulegen. Das heißt, da müsst ihr euch einmal registrieren. Das Coole daran ist, mit diesem Account könnt ihr natürlich dann noch alles verwalten. Ihr könnt das, ich sag mal, Gateway-übergreifend machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Büro habt oder ein Ferienhaus, wo Sachen drinstehen, ist das alles in einem Account gemanagt und ihr könnt super easy zwischen den einzelnen Gateways hin und her schalten. So, wir sehen jetzt hier, wenn ich die App aufmache, New Device Found. Das Coole ist hierbei, natürlich hat das Cloud Gateway Ultra auch Bluetooth. Das heißt, wenn ich mit dem Handy nah an dem Cloud Gateway dran bin, kann ich quasi eine direkte Verbindung herstellen, muss mich nicht irgendwie in den WLAN einloggen etc. etc. und kann das somit direkt machen, ohne dass ich groß mit IP-Adressen rumprobieren muss. Und wir klicken jetzt einfach mal hier auf Setup. Jetzt sehen wir hier, wie er sich connectet. Das dauert immer ein, zwei Sekündchen und dann ist es verbunden. Und dann starten wir jetzt in den Prozess, wo ich natürlich dann entsprechend meinen Namen definieren kann. Ihr könnt es natürlich so lassen. Ihr könnt sagen Cloud Gateway Ultra. Ihr könnt aber auch sagen, hier, das nenne ich jetzt zum Beispiel bei mir als Nachname Partner Home, nenne ich es immer, oder weiß ich nicht, Partner Ferienhaus oder whatever. Und könnt ihr natürlich dann einen eindeutigen Namen für euch wählen. Was cool ist, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel hier auch noch so ein Express und sage, okay, ich will jetzt wechseln vom Express auf das Ultra Gateway oder auf das Gateway Ultra, dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, okay, Restore vom Backup. Das heißt, ihr könnt auch quasi ein Backup von bestehenden Unify Gateways nehmen und die hier einspielen. Natürlich ist es so, das hängt natürlich ab, was ihr für ein Gateway habt vorher oder von wann das Gateway ist oder was das für ein Gateway ist, sodass ihr natürlich unterschiedliche Funktionen eventuell dann nicht habt oder entsprechend das noch nachkonfigurieren müsst. Aber so könntet ihr quasi auch jederzeit den komplett runterladen, das Backup und das natürlich dann hier an der Stelle aufspielen und müsst dann nicht wieder bei der Konfiguration bei Null anfangen. Wir wollen aber hier bei Null anfangen, deswegen klicke ich jetzt hier einmal auf Next und dann macht er jetzt erstmal natürlich hier einen Speedtest, um zu gucken, wie schnell ist das Internet. Und ja, ich muss sagen, meine 270er Leitung kommt hier wirklich nah dran. Also das sieht auf dem ersten Moment ganz gut aus. Ist natürlich jetzt hier auch direkt über LAN angeschlossen und dann sagt er hier Latency 16 Millisekunden und natürlich die entsprechende IP-Adresse. Und dann klicke ich hier auf Next und jetzt geht es eigentlich los mit dem Setup von der Unify OS Konsole. Er zeigt mir das so ein bisschen an. Ich muss aber sagen, auf den ersten Blick und auf den, also es ist ja auch für mich das erste Mal, dass ich das Cloud Gateway Ultra jetzt hier gerade konfiguriere. Ich muss sagen, im Vergleich zum Unify Express ist das Ding schon deutlich schneller und auch entsprechend schnell am Start. Wir sehen es ja hier, ich habe keine 20 Sekunden gewartet und jetzt ist der quasi ready to go und ich könnte jetzt hier sagen, go to Dashboard und lande dann natürlich im Dashboard. Ist natürlich jetzt wieder so, wenn man die Unify-Sachen bekommt, ist es sehr oft der Fall, dass man erstmal Firmware updaten muss, weil natürlich vielleicht die Sachen dann im Lager stehen und in der Zwischenzeit schon drei neue, vier Firmware-Versionen rausgekommen sind, sodass man das wirklich hier auch erstmal durchlaufen lassen muss. Aber das dauert immer so 4-5 Minuten und dann ist das entsprechend geupdatet. Beim Express zum Beispiel war es so, dass es da ein bisschen länger gedauert hat, aber das müsste man natürlich dann immer gucken. Das ist halt immer abhängig, wie schnell auch der Prozessor ist. Aber erster Eindruck bei mir hier ist, dass auf jeden Fall das Cloud Gateway Ultra deutlich mehr Speed hat als das Unify Express. Er macht ja gerade ein Firmware-Update beim Cloud Gateway Ultra und was da auch wichtig zu wissen ist, es kann halt manchmal sein, dass die Informationen, die in der App oder der Web-Oberfläche stehen, nicht unbedingt immer aktuell sind. Also da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, schaut am besten immer hier vorne aufs Display, da sind eigentlich immer die aktuellsten Informationen. Ich hatte es auch schon in der Vergangenheit bei anderen Gateways so, dass irgendwie die App gesagt hat, hier irgendwie noch 20 Minuten, keine Ahnung, und auf dem Display von dem Gateway stand halt so, ja, ich bin fertig. Also da könnt ihr auch immer gucken, manchmal ist es nämlich auch so, dass dann irgendwie die Verbindung getrennt wird, sodass man natürlich dann schauen muss, wie das Ganze funktioniert. Aber das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt ja hier auch direkt über Bluetooth angeschlossen sind, haben wir da auch keine Probleme mit, dass er irgendwie nicht aus dem WLAN rausfliegt etc. etc., sondern das läuft ja alles dann über Bluetooth, die Informationen. Ich glaube, dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das aber an dieser Stelle nochmal als kurzer Hinweis. Das Firmware-Update ist jetzt abgeschlossen und wir sehen jetzt hier die Oberfläche der App und da ist es jetzt so, dass er natürlich erstmal noch kaum Daten hat, weil natürlich noch nichts aktiviert ist. Und ich gehe euch einmal mit euch ganz schnell durch diese ganzen Icons durch, dass ihr ungefähr wisst, was wo ist. Also der erste Tab in der App ist quasi das Dashboard. Hier findet ihr alle Internet Activities. Das heißt, er zeigt euch auch an, was für Arten von Traffic er hat. Unten sehen wir natürlich die aktiven Kanäle, wenn jetzt zum Beispiel ein Access Point an das Cloud Gateway Ultra angeschlossen ist. Dann hier der zweite Punkt ist das Thema, wo ich quasi alle Unify-Geräte sehe und natürlich auch sehe, wie die entsprechend angeschlossen sind. Dann hier in der Mitte haben wir die Clients. Das heißt, da sehe ich, wie viele Clients sind über WLAN oder über
entsprechend LAN angeschlossen. Dann haben wir hier den Inside-Tab. Da sehe ich dann entsprechend meine ganzen IP-Adressen für Internet, für das lokale Netzwerk. Kann ich entsprechend meine WLANs konfigurieren. Und ganz rechts der Button ist quasi das Zahnrad, wo ich nochmal weitere entsprechende Konfigurationen vornehmen kann. Ich würde euch immer raten, wenn ihr sowas entsprechend installiert habt oder der jetzt die Firmware-Update das soweit passt, würde ich jetzt im nächsten Step quasi in die Oberfläche, also in den Webbrowser gehen. Da kann man natürlich ein bisschen mehr noch konfigurieren und das ist das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Aber wie gesagt, für die initiale Einrichtung würde ich immer die App bevorzugen, weil ihr habt ja jetzt gerade gesehen, wie schnell hier wirklich wir jetzt quasi was am Start haben. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal in die Web-Applikation rein beziehungsweise in den Browser und dann sehen wir uns da gleich wieder. Hier im Webbrowser seht ihr jetzt das Dashboard vom Cloud Gateway Ultra. Jetzt natürlich für euch die Frage, wie komme ich denn da überhaupt hin? Zunächst einmal haben wir ja quasi, als wir das Unify Cloud Gateway Ultra initialisiert haben, einen Account bei Unify angelegt. So, und mit diesem Account könnt ihr euch zum Beispiel in der App anmelden, aber ihr könnt euch auch hier im Browser anmelden. Dazu geht ihr einfach auf unify.ui.com, den Link habe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung eingefügt, meldet euch dann da mit eurem Unify-Account an und dann taucht natürlich dieses Board hier auf oder dieses Dashboard und ihr könnt quasi alle eure Gateways, die ihr habt, entsprechend da verwalten. Bei mir sind es jetzt ein paar mehr und ihr seht hier oben dann immer die Weltkugel ist dann jetzt bei mir an der Stelle gelb, aber wenn sie natürlich zum Beispiel grün ist, dann seid ihr natürlich im selben Netzwerk und da habt ihr natürlich eine etwas schnellere Verbindung, aber zum Zeigen hier reicht das voll und ganz aus und ich würde sagen, ich führe euch jetzt mal so ein bisschen hier durch. Wir sind jetzt schon in dieser Network-App und ich gehe jetzt nochmal eine Ebene höher. Wir gehen jetzt mal quasi auf den Controller selber und sehen hier auf die, ich sag mal, Betriebssystemeinstellung. So, und da sehen wir hier, haben wir quasi eine Network-App und das ist quasi eine Applikation, die auf dem Betriebssystem läuft und entsprechende Netzwerk-Services zur Verfügung stellt. Ich sagte ja vorhin bereits in dem Video oder im ersten Teil, dass es nur die Network-App gibt hier an dieser Stelle. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich will jetzt auch noch Kameraüberwachung machen oder andere Dinge, dann müsst ihr natürlich gucken, ob das jetzt an der Stelle hier das richtige Gateway für euch ist, weil das könnt ihr natürlich hier auch nicht nachrüsten. Also das ist wirklich nur so, dass wir hier nur die Network-App haben und es gibt in Summe 7 Apps, die ich nutzen kann, sei es Access etc. Wir haben es ja gerade schon vorhin gesehen und das an der Stelle nochmal als Hinweis, dass auf jeden Fall sehr wichtig zu wissen ist. Dann gehe ich jetzt wieder hier in die Network-App rein. Ich könnte jetzt hier oben drauf klicken oder ich kann auch hier direkt drauf klicken und dann lädt er letztendlich diesen Network-Tab wieder. Ist eigentlich auch super übersichtlich gestaltet. Hier ist wie gesagt so ein komplettes Dashboard, wo ihr alle wichtigen Informationen seht, zum Beispiel Traffic Identification. Das heißt, ihr seht, wie viel Traffic über welche Kanäle kam, also sei es YouTube, Netflix oder Spotify oder whatever. Wir haben dann hier rechts daneben noch die Wi-Fi-Technologies. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ans Cloud Gateway Ultra einen Access-Point anbindet, den könnt ihr ganz einfach entsprechend anschließen und dann würde natürlich da auch angezeigt werden, über welchen Wi-Fi-Standard das läuft, genauso wie wir hier unten sehen, welche die aktivsten Geräte im Netzwerk sind und die aktivsten Access-Point und darunter ist nochmal die Übersicht, welche aktiven WLAN-Channels genutzt werden. Dazu habe ich auch schon weitere Videos gemacht, wie man auch WLAN konfiguriert etc. etc. Das will ich jetzt an dieser Stelle nicht noch wiederholen, sondern ich will mich jetzt ein bisschen darauf fokussieren, was denn das Cloud Gateway Ultra so besonders macht und was man hier anders einstellen kann als bei den anderen Geräten. Wir haben ja hier auch entsprechend weitere Punkte, die ähnlich sind zur App, also das brauche ich euch an dieser Stelle jetzt nicht mehr zeigen. Wir können aber hier einmal unter Settings gehen und da sehen wir dann entsprechend Konfigurationen von unterschiedlichen Netzwerkmöglichkeiten. Wir haben hier unter Networks die Möglichkeit, weitere Netzwerke anzulegen. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel eine eigene IP-Range bauen für, wenn ich jetzt IoT-Geräte habe, wie zum Beispiel eine Alexa oder irgendwelche anderen entsprechenden smarten Geräte, dann könnte ich sagen, okay, die sollen aber bitte in ein eigenes WLAN rein. Auch zum Thema WLAN werde ich nochmal ein ausführliches Video machen, wie man die anlegt, was da irgendwie auch sinnvoll ist. Aber auch dazu habe ich bereits schon ein, zwei Videos gemacht, die ich euch entsprechend auch oben rechts im Eck verlinkt habe. So, die Besonderheit, die wir jetzt hier bei dem Cloud Gateway Ultra haben, ich sagte ja vorhin, dass ihr quasi Load Balancing und Failover machen könnt. Dazu geht ihr hier quasi auf den Internet-Tab und da seht ihr dann hier, wir haben einmal WANport 1 und WANport 2. So, das heißt, ich kann jetzt hier ihm genau sagen, okay, was soll denn auf dem zweiten Port passieren und kann dann hier auswählen, okay, ich will jetzt Port 4 haben, aber hier wichtig, ihr habt hier nur Gigabit, also bei dem primären habt ihr 2,5 Gigabit entsprechendes Speed und bei dem Port 4 nur 1 Gigabit. Aber ich sag mal so, zum Load Balancing oder auch zum, ich sag mal, zum Failover reicht das an dieser Stelle, weil es halt besser, als wenn ich nur langsames Internet habe, als wenn ich gar kein Internet habe. So, und dann stellen wir hier, bei Load Balancing kann ich natürlich sagen, Failover only, das heißt, wenn der Port ausfällt, switcht er automatisch zu dem anderen rüber und ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit, dann zu sagen, ich möchte das Ganze Load Balancen, also verteilen. Das heißt, ich kann sagen, okay, war
WAN-Port 1, wenn ich jetzt weiß, alles klar, der WAN-Port 1 hat mehr Power, würde ich zum Beispiel sagen, okay, dann würde ich den auf jeden Fall auf mindestens 80% stellen und den WAN-Port 2 auf 20%, sodass das Ganze so ein bisschen verteilt ist. Und er sagt mir natürlich dann auch, wie das Ganze dann, wie das Ganze hier aufgeteilt ist. Also das wäre die Konfiguration an dieser Stelle, wenn ihr da natürlich eine zweite Internetleitung anschließen wollt, um Failover oder natürlich entsprechendes Load Balancing zu betreiben. Dann gibt es noch weitere coole Features, die ich hier einstellen kann, die aber grundsätzlich mit der neuen Network Application kommen. Das heißt, das könnt ihr bei allen Gateways von Unify einstellen. Wenn ich zum Beispiel dann hier auf Security klicke, habe ich hier die Möglichkeit, die Traffic Identification einzustellen. Oder ich kann zum Beispiel hier auch sagen, Suspicious Activity. Das kann ich mal zum Beispiel auf Auto machen, sodass der auch immer erkennt, okay, wenn da irgendwas ist, dann meldet er das automatisch. Und man kann hier natürlich auch noch weiter runtergehen. Ich würde es an eurer Stelle immer einfach auf Auto stellen. Dann verwaltet sich das quasi selber und ihr habt da nichts mit zu tun. Es sei denn, ihr wollt natürlich sagen, okay, ich will jetzt hier wirklich ganz genau einstellen, welche sensitiv der Detection es haben soll. Ich will natürlich auch, dass er automatisch, also dass er nicht nur benachrichtigt, sondern auch entsprechend blockiert. Das könnt ihr natürlich erweitert einstellen. Das müsst ihr natürlich immer für euch selber entscheiden, was für euch da am besten geeignet ist. Aber ich würde es hier einfach auf Auto lassen. Was auch cool ist hierbei, er hat auch einen Adblocker integriert. Das heißt, ihr müsst nicht auf jedem Gerät irgendwelche Adblocker installieren, sondern könnt hier sagen, so zack, ich will jetzt hier entsprechende Ads blockieren. Das ist auch neu, das gab es in der Vergangenheit auch nicht. Und dann klicke ich hier einfach auf Apply Changes und dann ist das entsprechend so angewendet. Zusätzlich habe ich aber auch die Möglichkeit, Traffic Rules zu definieren. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich möchte in meinem Netzwerk bestimmte Apps, bestimmte Domains, bestimmte Regionen. Also ich wollte zum Beispiel sagen, okay, ich will keinen Traffic aus China erlauben zum Beispiel. Könnt ihr dann hier quasi alles einstellen und könnt jetzt zum Beispiel mal hier sagen, okay, wir nehmen jetzt mal eine App und könnt dann hier eine App selecten und lustig, dass da oben noch ICQ steht, was es jetzt auch gar nicht mehr gibt. Und dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, pass auf, WhatsApp soll geblockt werden und dann kann ich hier auch sagen, okay, was passiert denn damit? Kann das sogar auf Device-Ebene, also auf Geräte-Ebene und kann sagen, hier, ich will jetzt auf bestimmten Geräten oder auf einem bestimmten Netzwerk diese App blockieren oder entsprechend allowen oder auch zum Beispiel sagen, wenn ihr ein Speedlimit draufsetzt, dass dann Leute da nicht so viele von eurem Internet-Traffic abzwacken. Aber das hängt natürlich immer auch davon ab, was ihr für Anforderungen habt und für was ihr das Ganze natürlich auch braucht. Dann will ich euch noch hier einmal den Port-Manager zeigen und da habe ich dann die Möglichkeit, diese vier LAN-Ports und auch den einen WAN-Port entsprechend zu verwalten. Da kann ich dann draufklicken, kann die entsprechend benennen, kann die deaktivieren oder kann auch sagen, guck mal hier, alles, was über diesen LAN-Port geht, soll in ein bestimmtes Netzwerk laufen und nicht im Default-Netzwerk. Könnt ihr natürlich dann zum Beispiel machen, wenn ihr da einen Access-Point angeschlossen habt und sagt, okay, dieser Access-Point soll jetzt zum Beispiel nur mein WLAN-Netzwerk oder mein Gastnetzwerk ausspielen. Und dann könnt ihr da diesen IP-Range-Bereich entsprechend konfigurieren. Wichtig ist, es hat nichts mit dem WLAN zu tun. Das WLAN und die Netzwerkeinstellung mit den IP-Adressen sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr das natürlich dann hier konfiguriert. Aber ihr könnt dann hier zum Beispiel auch entsprechende Netzwerke zuordnen, die entsprechenden WLANs zuordnen und könnt das natürlich dann pro Port hier einstellen, was ihr natürlich dann auch haben wollt. Oder ihr könnt zum Beispiel hier beim WAN-Port auch feste Geschwindigkeiten einstellen. Also da habt ihr ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis, wie man das hier konfigurieren kann. Kommen wir abschließend zu meinem persönlichen Fazit und der Frage, für wen ist denn jetzt eigentlich das Cloud Gateway Ultra geeignet? Grundsätzlich erstmal, mein Fazit ist sehr, sehr positiv. Ich finde, für den Preis und für die Leistung, die man hier bekommt, ist das Cloud Gateway Ultra meiner Meinung nach aktuell das beste Gateway auf dem Markt, wenn ich wirklich eine kleine Anwendung haben will. Wenn ich sagen will, okay, ich möchte jetzt hier wirklich nicht viele große weitere Apps nutzen, ich möchte jetzt keine großen Sicherheitssachen mit Kameras machen oder ich möchte jetzt auch keine Zutrittskontrollen etc. etc. oder auch irgendwie irgendwelche Türklingeln anschließen, dann ist auf jeden Fall das Cloud Gateway Ultra extrem gut geeignet. Mich persönlich hat die Performance beeindruckt, wenn man jetzt zum Beispiel vorher schon das Unify Express gesehen hat, das ist ja von der, ich sag mal, von der Performance her eher so mittelmäßig, sage ich mal so, und beim Cloud Gateway Ultra hat man auch gemerkt, gerade bei Firmware-Updates oder auch wie schnell das System wieder hochgefahren ist, ist der auf jeden Fall schon eher an der Dream Machine Pro dran als am Unify Express von dem Leistungsumfang her. Und was man hier auch immer bedenken muss, diese ganzen Features mit Load Balancing und auch Failover, die hat ja sonst immer nur die Machine Pro. Und wir kriegen hier wirklich für einen ganz günstigen Preis echt ein extrem gutes Leistungspaket. Also da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch das mal näher anzuschauen. Wie gesagt, es hängt natürlich davon ab, welche Anforderungen ihr am Ende des Tages habt. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Ich könnte mir das zum Beispiel auch gut vorstellen, wenn ihr irgendwie ein Ferienhaus habt oder irgendwie eine Airbnb-Wohnung, wo ihr sagt, okay, ich muss da irgendwie nur ein Netzwerk zur Verfügung stellen, möchte aber auch von unterwegs
unterwegs mal kurz drauf gucken, was passiert da, möchte da irgendwas einstellen, dann ist natürlich auf jeden Fall hier das Unify-System grundsätzlich und auch der Cloud Gateway wunderbar dafür geeignet. Jetzt würde ich von euch gern wissen, habt ihr das Unify Cloud Gateway Ultra vielleicht schon im Einsatz? Wie sind da eure Erfahrungen? Oder habt ihr noch weitere Fragen? Wollt ihr was Spezielles wissen? Dann schreibt mir gerne einen Kommentar unter dieses Video, da würde ich mich mega drüber freuen. An dieser Stelle noch zwei Service-Hinweise. Zum einen würde ich mich mega freuen, wenn ihr auch bei meinem Instagram-Kanal am Start seid. Den habe ich jetzt ganz neu und da nehme ich euch immer so ein bisschen mit behind the scenes, zeige euch immer auch so eine kleine Preview, was kommt als nächstes, mache noch hier und da ein paar Reels. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch noch weiteren Content erwarten und wenn ihr da natürlich am Start seid, würde ich mich mega drüber freuen. Den Link dazu findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Service-Hinweis Nummer 2 ist mein Discord-Server. Da gibt es natürlich auch wieder diverse Themen. Also wenn ihr auch da Fragen habt, mit der Community diskutieren wollt und ich würde mich da auch freuen, wenn ihr da am Start wärt. Da können wir natürlich über diverse Themen, sei es auch Tipper, sei es Unify, sei es auch Smart Home allgemein, würde ich mich auch mega freuen, wenn ihr da am Start wärt. Auch dazu den Link unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, den Kanal abonniert und natürlich die Glocke läutet, damit ihr zukünftig benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.